Moin Mario hier, willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Es geht wieder weiter mit der Gold Fock 2 von De Agostini. Heute beschäftigen wir uns mit Ausgabe 102. In Ausgabe 102 war ein weiteres Segel drinne und die Ausgabe 102 beschäftigt sich mit den weiteren Wanden hier, zum Beispiel von dieser Plattform bis nach da. Und deswegen wird das auch für mich ein bisschen länger dauern. Der Hauptmast wird komplett mit Wanten und Weblein bestückt, sowie auch der Besanmast. Also seid gespannt. Der erste Vorbramstängewand am Fockmast ist eingebaut. Zwei weitere folgen. So, die Vorbramstängewanden sind angeknotet. Nun werden die Weblein wieder eingezogen. Die nächsten Weblein wurden angeknotet. Somit ist laut Bauanleitung die Backbordseite vom Fockmast soweit fertig. Nebenbei habe ich auch schon angefangen, den ersten Wand zu setzen am Hauptmast. Nun geht es auf Steuerbordseite weiter. Auch auf Steuerbord sind die Wanden und Weblein nun fertig, soweit wie die Bauanleitung vorschreibt. Somit habe ich den Fockmast erstmal beendet. Weiter geht's am Hauptmast. Hier folgen weitere Wanden und dann wieder die geliebten Weblein mit den Webleinknoten. So, am Hauptmast ist es nun weitergegangen. Wie ihr seht, sind die Wanden alle drinne, die Weblein drinne. Auf der Mastplattform sind die Spannschrauben angebaut. Wenn wir weiter nach hinten schauen, am Besanmast sind die ersten Wanden auch gesetzt. So, und nun kommt noch mal eine Information. Was haben wir denn hier? Ja, das sind Wanden und Weblein vom Fockmast. So, hier seht ihr die Lücke. Da waren sie drinne. Die Bauanleitung hat leider was Falsches gezeigt. In meinem Lieblingsmodellbauforum habe ich eine Info bekommen, dass das nicht ganz stimmen kann, was ich gemacht habe. Und dann habe ich mich entschieden, einen Kompromiss einzugehen und habe das leicht geändert. Und wie das mit Kompromissen so ist, es sieht dann nicht so gut aus. Und deswegen habe ich mich entschieden, die rauszureißen und das wieder neu zu machen. Und zwar anders. Wie man hier schon erkennen kann, fädel ich sie nicht hier durch, sondern gehe hier rum hinterm Mast lang und dann nach unten. Und dann sieht das hoffentlich besser aus. Also seid gespannt. So, wieder bin ich weitergekommen. Weitere Wanden sind eingezogen. So, hier beim Fockmast, die ich wieder neu machen wollte. Beim Hauptmast auch. Und da wollte ich noch mal einen kleinen Tipp zeigen. Wenn man das Garn durchzieht durch die Spannschraube, kriegt man das ja schlecht festgehalten. Um einen Knoten zu machen, damit die Spannung erhalten bleibt, stecke ich ein Zahnstocher in die Spannschraube, so bleibt das Garn auf Position und ich kann in Ruhe einen Knoten machen, den ich dann mit flüssigem Sekundenkleber fixiere und dann kann der Zahnstocher wieder raus und alles ist gut. So, hier oben kann man noch mal sehen, wie ich die Wanden um den Mast lege und wie sie dann durch die Plattform durchgezogen wird. Fälschlicherweise
hat die Bauanleitung ja gesagt, dass sie hier durch soll, durch diese beiden Dreiecke. Aber das mache ich nicht. Und so sind die Wanden mit Webleinen nachher später dichter am Masten. Das Bild sieht stimmiger aus. So, das waren jetzt nicht ganz 6 Minuten für 3 Reihen Weblein ziehen mit Knoten und leicht verkleben. Das heißt, so lange dauert das dann auch nicht, wenn man dann in Übung ist. Wie ihr seht, sind jetzt bei allen Masten die Wanden gesetzt. Und nun werden die restlichen Webleinen verknotet. Und nun können wir auch bald hoffen, dass die Ausgabe 102 dann beendet wird. Ja, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Die Ausgabe 102 ist geschafft. So, hier nochmal ein Überblick, was die Ausgabe 102 beinhaltet hat. Angefangen hat das mit den Wanden und Webleinen am oberen Ende des Fockmastes. Wandenwebleinen am Hauptmast in 3 Etagen und am Besanmast. Es sind unzählige Knoten. Wenn einer wissen möchte, wie viel das insgesamt waren, dann schreibt mir das in die Kommentare und ich werde sie zählen. Ausgabe 102 ist nun fertig. Freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und eine Frage habe ich hier noch. Ich weiß, dass Benny, DevCorp, und der ein oder andere auch noch die Goifog 2 von De Agostini aktuell baut, machen das noch mehr? Das ist hier mal meine Frage. Wäre schön zu wissen und ob ihr auch so viel Freude daran habt, so wie ich. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bald geht es weiter mit Ausgabe 103. Und wie immer sage ich wieder Tschüss!